Lauf deinen Lauf. Und wenn du ihn fallst, dann steh wieder auf. Entscheid dich täglich neu, dass du dein Lebensziel erreichen willst. Greif nach dem Gold und gib dich nie mit Silber oder Bronze zufrieden. Du weißt, was nötig ist, dass du den Siegeskranz gewinnst. Du bist zum Siegen geboren. Hör auf dein Herz und du wirst wissen, dass es stimmt. Auch wenn die Umstände dir was anderes erzählen. Du hast einen Traum und der wird wahr, wenn du es wirklich willst und leg ab die Fesseln und du wirst frei fürs gute Leben. Heut dran fest, dass du dich immer von der Liebe leiten lässt, weil's Leben funktioniert, wenn Gottes Liebe dich. Den allerbesten Plan, wo es ganz einfach ist, was für dich maßgeschneidert ist. Du bist zum Siegen geboren. Hör auf dein Herz und du wirst wissen, dass es stimmt. Auch wenn die Umstände dir was anderes fürs gute Leben. Heut dran fest, dass du dich immer von der Liebe leiten lässt, weil's Leben funktioniert, wenn Gottes Liebe dich regiert. Und glaub daran, geschneidert ist. Du bist zum Siegen geboren. Hör auf dein Herz und du wirst wissen, dass es stimmt. Auch wenn die Umstände dir was anderes erzählen. Du hast einen Traum und der wird wahr, wenn du es wirklich willst und alles da. Du bist zum Siegen geboren. Hör auf dein Herz und du wirst wissen, dass es stimmt. Auch wenn die Umstände dir was anderes erzählen. Du hast einen Traum und der wird wahr, wenn du es wirklich willst und alles da. Fürs gute Leben. Leg ab die Fesseln und du wirst frei fürs gute Leben. Leg ab die Fesseln und du wirst frei fürs gute Leben. Jesus, du bist die Liebe, die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, der wird leben, wie im Himmel
Leben der Liebe bis in alle Ewigkeit. Jesus, du bist die Liebe, die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, der wird leben, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus, du bist die Liebe, die Auferstehung. Jetzt werden wir von der Elisabeth, hören wir das gut? Ja. Wir werden von der Elisabeth jetzt einen kurzen Lebensbericht hören. Ja. Ja, danke. Ja, Jesus, du bist die Liebe und das Leben, und wer an dich glaubt, der wird leben in alle Ewigkeit. Amen. Ich bin gerade tief bewegt und soll jetzt Zeugnis geben. Ich suchte Gott und es drängte mich zu ihm. Ich suchte nach dem Sinn des Lebens und nach der endgültigen Wahrheit. Schon als junges Mädchen hatte ich die Gewissheit, wenn ich Gott gefunden habe, habe ich alles, und alles ist mir möglich durch ihn. Wie ich das erreichen sollte, wusste ich nicht. Und das Leben führte mich in eine ganz andere Richtung, in die Esoterik. Das war mein geistiges Zuhause. Ich eignete mir ein gutes Wissen an Lehren und Praktiken an, in der Hoffnung,
dort die Lösungen für mein ganz normales, für den ganz normalen Wahnsinn des täglichen Lebens zu finden. Obwohl ich meinem Sohn das tägliche Abendgebet mit ihm praktizierte und selbst immer wieder betete, verlor ich doch die Suche nach Gott. Ich war so weit gegangen, meinen christlichen Glauben aufzugeben und eine neue Religionslehre, die Bahai, anzunehmen, war mir zu diesem Zeitpunkt dieser leidende, blutverschmierte Mann mit der Dornenkrone am Kreuz, die erdrückende Schwere der Kirche zu unerträglich geworden. Im Juli 2011 bekam ich die Diagnose Krebs im fortgeschrittenen Stadium. Statt zur dringend erforderlichen Chemotherapie zu gehen, trieb ich mich in der Alternativmedizin herum und ging zu Heilungsgottesdiensten. Dort erlebte ich Wunderheilungen und betete für mein eigenes Wunder. Ich brauchte gleich zwei, eins für meine Ehe und eines für meinen Körper. Gott hörte mich nicht oder hatte andere Pläne. Die Knoten in meinem Bauchraum, die vergrößerte Milz und die Leber hatten eine Größe erreicht, die keine normale Kleidung mehr zuließen. So trug ich Schwangerschaftskleider. Die inzwischen Hühnerei groß gewordenen Geschwülste an meinem Hals und unter den Armen waren bereits für jedermann sichtbar geworden. Doch hielt ich an dem Glauben, dass Gott mich heilen würde, fest. Ich erwartete von ihm eine spontane Wunderheilung. Doch Gott hörte mich nicht oder hatte er andere Pläne? Bei einem Heilungsgottesdienst übergab ich Jesus mein Leben, fuhr danach nach Jerusalem und ließ mich im Jordan taufen. Das sollte mein sichtbares Zeichen für meinen Glauben sein. Jetzt war das Wunder fällig. Statt dem Wunder begegnete mir ein junger, dynamischer Arzt, der mich noch am gleichen Tag in die Klinik einwies. Meinem Sohn sagte er, dass er damit rechnen müsste, dass ich die nächsten 3 bis 5 Tage nicht überleben könnte. Die Chemo hatte ihre vorausgeplante Wirkung und ich ging in mein Leben zurück. Allerdings besuchte ich jetzt regelmäßig am Sonntag eine freie christliche Gemeinde in Heidelberg, denn dort wohnte ich zu diesem Zeitpunkt. Ein Jahr später kam der Krebs zurück. Chemotherapie. Diese Ansage beunruhigte mich zu meinem eigenen Erstaunen nicht. Hatte ich doch Gottes Zusage, dass alle, die an ihn glauben, Gift trinken würden und es könnte ihnen nichts geschehen. An dieser Zusage hielt ich fest und ich lud Gott ein, mit mir durch diese Zeit zu gehen. Und alles fügte sich plötzlich wie von selbst. Denn Gott hatte in der Zwischenzeit meinen Sohn benutzt, um mir den Weg in den Süden Deutschlands gebahnt. Ich fuhr mit einem Koffer nach Rosenheim, um die Krebstherapie zu beginnen. Damals ahnte ich nicht, dass ich bis heute nicht zurückkehren sollte, denn Gott hatte seine eigenen Pläne. In Rosenheim fand ich in der gleichen Woche eine freie christliche Gemeinde. Dort begegnete mir eine Glaubensschwester, die nicht losließ, mich nach Salzburg bringen zu wollen. Ich wusste nicht, was mich dort erwarten könnte, und ich fuhr dennoch. Ich landete in einem Hotel, wo ein Prophet einen Befreiungsdienst mache. Erst lief ich davon. Eigentlich war es nicht ich, die davon rannte, sondern es war das in mir, was nicht die Heilung wollte. Ich blieb und ich kam wieder am Sonntag. Diesmal gab es keinen Befreiungsdienst. Diesmal gab es einen Gottesdienst. Ein Mann Gottes predigte das Wort Gottes. Da hörte ich das erste Mal von der Ökonomie Gottes, dass Gott einen Plan hat, dass es in meinem Leben nicht um mich geht, sondern um Gottes Willen. Wow, 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 wow. Ich saß da voller Aufregung, was ich da soeben Neues und Unglaubliches hörte. Ohne dass ich wusste, wovon dieser Mann da vorne genau sprach, reagierte mein Inneres sehr heftig darauf. Ja, das ist die Wahrheit. Es jubelte innerlich in mir und ich spürte eine Lebendigkeit, die ich vorher so nicht kannte. Nach diesem Gottesdienst ging ich zu diesem Mann hin und fragte ihn nur entgeistert: Wer bist du? Ich hatte das Gefühl, etwas Besonderem, etwas Einzigartigem begegnet zu sein. Und davon wollte ich mehr. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch Chemotherapie. Ich lebte in Bayern, zog mit einem Koffer im Auto von Ferienwohnung zu Ferienwohnung.
Jeden Sonntag fuhr ich zu Michael Stadler, um seine Predigten zu genießen. Es war nicht nur das, was mich nach Salzburg zog. Es war die besondere Atmosphäre und die einzigartigen Menschen dort. Ich hörte, dass sie von einem Kraftraum sprachen. Dass es kein Fitnessstudio sein würde, war mir schon klar. So fragte ich, ob ich an diesem Kraftraum teilnehmen dürfte. Ich durfte. Und von diesem Moment an tauchte ich tiefer in die Wahrheiten Gottes ein. Ich erkannte seinen Plan, seine Wahrheit und sein Wirken. Dass Gott niemals zu früh oder zu spät kommt. Gott kommt immer zur rechten Zeit. Diese Erkenntnis baute ich sofort in mein Leben ein. Ich musste immer wieder aus den Ferienwohnungen raus und da es Sommer geworden war, war es auch schwer, eine Ferienwohnung zu finden, waren sie doch alle längst im Voraus vermietet. Es erschöpfte mich aus eigener Kraft immer wieder, nach neuen Unterkünften zu suchen. So nahm ich Gottes Wort und sagte eines Tages zu ihm, du weißt, ich muss morgen hier raus, ich brauche heute Mittag eine Bleibe. Dann ging ich wie gewohnt walken und kam auf einen ganz anderen Weg, den ich vorher noch nicht kannte. Stand plötzlich vor einem Bauernhaus, die Bäuerin kam gerade aus dem Haus und ich fragte nach einer Wohnung. Sie hatte keine frei. Wir verfielen in ein belangloses Gespräch und ich wollte gehen, bemerkte aber, dass ich mich nicht vom Fleck bewegen konnte. Innerlich begann ich zu Gott zu sprechen. Er sagte nur, bleib. Plötzlich drehte sich die Frau um, deutete auf das Nachbarhaus und sagte, dass die wohl eine Wohnung frei hätte. Es war genau 12 Uhr mittags und ich hatte mein neues Zuhause. So lernte ich mehr und mehr auf Gottes Wort zu vertrauen. Geheilt war ich immer noch nicht. Mein spontan erwartetes Heilungswunder blieb aus. Gott hatte andere Pläne. Ich ließ mich auf das Projekt Jesus tiefer ein. War er doch auf Golgatha für mich gestorben und ich dort bereits geheilt. Ob ich leben würde oder sterbe, es interessierte keinen mehr und mir war mein Leben nichts mehr wert. Ich setzte gegen den Rat der Ärzte die Chemo ab, besuchte keinen Arzt mehr, nahm kein Medikament, war bei keinem Psychologen, nahm kein Nahrungsergänzungsmittel, machte keinen Sport und ernährte mich durch übermäßigen Kaffeegenuss und viel Zucker. Die einzige Konstante in meinem Leben war das Wort Gottes, meine regelmäßigen Besuche in der Gemeinde und den Glauben an seine Wahrheit und sein Wirken. Eineinhalb Jahr später, im Frühjahr 2016, lag mir eine liebe Glaubensschwester permanent in den Ohren. Elisabeth, es ist jetzt Zeit für dein Zeugnis, dass du geheilt bist. Bitte geh zum Arzt. Meine Antwort, ich brauche keinen Arzt. Ich weiß, dass ich geheilt bin. In Wirklichkeit hatte ich große Angst, zum Arzt zu gehen und vor dem, was dieser mir wohl sagen könnte. So machte ich dennoch einen Termin beim Onkologen und sagte zu Jesus, jetzt schauen wir mal. Wenn ich nicht geheilt bin, bist du ein Lügner und du hast mich zum Lügner gemacht. Geheilt war ich nicht, doch die Knoten waren von selbst verkleinert, die Milz aufs normale Maß geschrumpft. Das ermutigte mich weiter im Glauben festzuhalten und wenige Monate später ging ich erneut zur Untersuchung. Geheilt, kein Handlungsbedarf. Preis dem Herrn. Bekam ich wenige Tage vom Arzt schwarz auf weiß. Meine erwarteten spontanen Wunderheilungen blieben aus. Ich mache alles neu, gilt heute noch und für jeden. Aber anders als wir denken und erwarten. Alles diente mir zum Besten, wenn es auch anfangs nicht so danach aussah. Gott ist gut, Jesus lebt in mir. Ihm allein gebührt die Ehre. Amen.
Ich liebe dich, Jesus, du bist mein Gott, du bist mein Herr. Ich liebe dich, Jesus, du bist mein Gott. Du bist mein Herr. Ich liebe dich, Jesus, du bist mein Gott. Du bist mein Geliebt, bin mit dir.
Dankeschön. Auch danke für diesen wunderbaren kurzen Lebensbericht. Ja, dass aber Gott voller Liebe ist und auch spontan Wunder wirkt, auch noch heute unterwegs, das hat die Silvia, meine Frau, gestern erfahren. Sie ist nämlich gestern unterwegs gewesen und hat gebetet, Herr, sende mir jemanden, für den ich beten darf. Was sie nicht wusste, war, dass an der Bushaltestelle auch jemand so ein Stoßgebet zum Himmel geschickt hat. Gott, zeig mir ein Zeichen, dass du da bist. Ich brauche irgendwie eine Geste von deiner Liebe, irgendwas in dieser Art. Und so sind zwei fremde Menschen zusammengeführt worden, ganz geschwind. Das ist die Silvia und auch die Regina. Du wirst ganz kurz, du darfst ganz normal sein. Wir sind ganz normal, wenn man das auch immer so nennen darf. Das muss dir gar nicht peinlich sein. Du bist meine Gebetserhörung von gestern und wir haben was Wunderbares erlebt. Ich habe dich gefragt, du hast mich angesprochen. Und so laufen wie du möchte ich auch wieder. Genau, und dann habe ich gesagt, darf ich für sie beten? Und du warst ganz offen und wir haben gebetet und es wurde schon gleich viel besser. Im Rücken und im Knie. Und die Heilung ist auf dem Weg, noch völlig, aber es ist schon viel besser, hast du mir heute gesagt. Vom Rücken her, ja, aber das Bein, das Knie, aber fängt wieder an zu leben. Wunderbar, du hattest eine schwere Knieoperation und jetzt sind wir klug, dass du da bist und wir haben dich heute spontan eingeladen und du bist da und ich freue mich ganz, ganz arg. Ich das erste Mal. Ja, Anna, komm kurz zu mir. Die Anna ist seit einem guten Jahr hier bei uns und wir kennen uns aber schon seit 2005. Da haben wir uns ja ganz zufällig in Salzburg kennengelernt und ich habe der Anna immer mal wieder E-Mails zu Veranstaltungseinladungen geschickt und kam nie eine Antwort, aber ja, 10 Jahre hat sie ein bisschen erfahren, was ich so mache. Und dann vor einem Jahr in einer Lebenskrise, da werden wir heute nicht drauf eingehen, das hören wir vielleicht bei unserem nächsten Abend der Begegnung, der übrigens in 5 Wochen am 31. März hier sein wird, um dieselbe Zeit. Vielleicht hören wir da ein bisschen was von deinem Leben oder vielleicht auch beim übernächsten Abend der Begegnung Ende April, letzter Freitagabend im April. Heute Abend möchte ich dich aber fragen, in diesem guten Jahr, wo du jetzt zur Gemeinde gekommen bist, hast du ja nicht nur unsere größeren Veranstaltungen besucht, sondern du hast auch eine Gesprächsrunde besucht, in der wir das Johannesevangelium lesen und darüber reden, über das Leben reden, über Gott reden. Ja, und ich möchte dich fragen, hat dir das was gebracht? Hat das dein Leben bereichert? Erzähl ein bisschen vor allem, was diese Gesprächsrunde, wo wir das Johannes-Evangelium lesen, was es dir bedeutet und was es dir gebracht hat. Ich muss zuerst sagen, dass seit ich in der Gemeinde gekommen bin, seit ich Gemeinde überhaupt kennengelernt habe, weil das habe ich nicht gekannt, habe ich angefangen zu leben. Richtig leben. Und Gemeinde ist sehr, 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 sehr gut und wichtig für mich. Und diese Lesen von Johannes Evangelium ist einfach Leben, Leben pur, wo man jede Woche liest, Johannes Evangelium Studium, wo man tief in Leben reingeht, wo man richtig spürt, was Jesus uns sagt, wo man dann in mir, wo ich in mir drinnen richtig Leben erfahre, wo ich dann gesättigt bin, wo ich Jesus nur loben und preisen kann. Dass ich zur Gemeinde gekommen bin, dass der Herr wirklich so einen Plan für mich gehabt hat, dass er mich schon vorher mit Michael kennengelernt
kennenlernen lassen, bemerkt hat. Und wenn, als ich dann wirklich im Leben eine wirklich tiefe Lebenskrise war, Michael war letzte Chance oder meine letzte Hoffnung. Und ja, so habe ich ihn angerufen und ja. Ja. Okay, danke schön, Anna. Vielen Dank. Ja, also. Das wichtigste Herzstück und das wichtigste Erfahrung, die man bei uns machen kann, ist vielleicht erstmal gar nicht der Gottesdienst, sind gar nicht die großen Veranstaltungen, sondern sind die Veranstaltungen von, ich möchte es anders nennen, die Begegnungen von Mensch zu Mensch in einer kleinen Gruppe, wo man sich nachmittags trifft, ein bisschen Kaffee trinkt und über Gottes Wort spricht. Wir machen das mit dem Johannesevangelium. Wir haben da ein wunderbares Buch begleitend zum Johannesevangelium. Und dieses Buch ist voller himmlischer Weisheit und Licht. Und ja, es hat sich so ergeben, denn zunächst haben das Simon und ich das vor einigen Jahren gelesen und das hat uns schon so begeistert. Aber wir haben nichts unternommen, das irgendwie mit mehreren Leuten bekannt zu machen. Aber irgendwie, meine Frau wollte es mal lesen und irgendwo ist das Ganze dann ins Rollen gekommen, sodass bei uns so gut wie alle in der Gemeinde das sich in Gruppen gefunden haben, ohne dass man es groß organisieren musste. Ich will da auch dabei sein, ich will da auch mal kommen. Und das ist definitiv eine Gelegenheit, den Glauben kennenzulernen in einem Rahmen, der nicht irgendwie sonst an die Kirche erinnert, wo man nicht irgendwie in einen Gottesdienst geht oder sonst was, sondern wo man mit Menschen beisammensitzt, wo man reden kann, wem der Schnabel gewachsen ist und ja, wo man im ganz offenen Miteinander und Austausch Gott näher kommt und irgendwie am Ende strahlender, zuversichtlicher und mutiger rausgeht. Jemand, der auch seit kurzem zu uns kommt, der sogar hierher gezogen ist, aus der Mitte Deutschlands, ist Matthias mit seiner Familie, die Kinder habt ihr schon ein bisschen rumspringen sehen. Ja, Matthias, komm ganz kurz dazu. Aber du darfst gerne auch die Elli auch nachher dazu noch nehmen, weil vielleicht möchtest du auch noch was dann ergänzend sagen. Denn du bist ihm ja gefolgt hierher. Ihr habt also einiges aufgegeben. Man könnte sagen, was für eine Schnapsidee. Du hast einen Beruf, der dir Spaß gemacht hat, da aufgegeben, bist dahergezogen ins Ungewisse, übersiedelt. Bist jetzt seit einigen Monaten hier, aber hast eben auch angefangen, das zu genießen mit diesen Gesprächsgruppen über das Johannesevangelium. Ein paar Takte nur hat es sich gelohnt für dich zu übersiedeln. Wie geht es dir so? Oder möchtest du lieber wieder zurück? Ja, also ich würde sagen, wir hatten einen Ruf von Gott, hierher zu ziehen. Und das hat sich auch bewahrheitet, dass wir hier wirklich da sind, wo der Herr uns haben möchte, und deswegen haben wir den Schritt gemacht und wir bereuen ihn deswegen natürlich auch nicht. Uns geht's hier gut, wir sind froh, dass wir hier in einem wunderbaren Gemeindeleben integriert sind und ja, also bereuen es auf keinen Fall und sind super froh, dass wir hier sind mit der Familie. Allein wäre ich natürlich nicht gekommen, also die Elli musste natürlich mit und die Kinder, keine Frage. Ja, also wir machen das über Skype zum Beispiel auch, also wir machen das jeden Dienstag, wo wir uns das Johannesevangelium ein bisschen genauer anschauen. Warum über Skype? Einfach deswegen, weil wir auch Freunde haben, die ein bisschen weiter weg wohnen und die halt jetzt nicht immer herfahren können oder ständig da sein können. Und da ist Skype eigentlich eine wunderbare Möglichkeit, wo man sich auch sehen kann und miteinander sprechen kann und da mit den Leuten dann eben das zu machen. Und wir haben da jedes Mal eine wunderbare, gute Zeit, immer eine Menge Spaß. Und es macht einfach total viel Freude mit anderen Geschwistern, die auch dem Herrn nachjagen und die Bibel nachjagen und die Bibel lesen und es fürs Wort Gottes halten, da tiefer reinzugehen und einfach ein bisschen, ja, zu schauen und zu entdecken, dass die Bibel kein gewöhnliches Buch ist. Man könnte es meinen, wenn man die Bibel einfach nur so liest, wie jedes andere Buch auch, dass es einfach nur ein tolles Geschichtsbuch ist und dass die Dinge, die da drin stehen, sogar wahr sind. Das ist ja bei Geschichtsbüchern auch so, die Dinge sind auch wahr, aber es ist halt einfach nur ein Geschichtsbuch. Und wir entdecken bei dem Studium gerade vom Johannesevangelium jedes Mal mehr,
dass die Bibel ein absolut übernatürliches Buch ist. Aber man darf natürlich nicht so kopfmäßig rangehen, dass man das wie ein Geschichtsbuch liest, sondern wie gesagt, wir haben dann eine gewisse Vorlage und wir gehen da wirklich tiefer rein und lesen das nicht einfach nur so oberflächlich durch, wie man vielleicht auch oft so in der Vergangenheit die Bibel gelesen hat, sondern wir graben uns richtig tief rein und dann erkennt man eigentlich erst, dass die Bibel tatsächlich das Wort Gottes ist, dass es sich immer wieder bestätigt, das Wort, obwohl so von viel verschiedenen Personen geschrieben wurde, in großen Zeitabständen. Und es gibt viele, viele Beweise, dass die Bibel das Wort Gottes ist und auch Prophetien, die schon erfüllt wurden und all diese Dinge. Und es macht einfach, wie gesagt, viel Spaß, mit den Leuten da tiefer reinzugehen, mehr Licht zu empfangen, mehr von Gott zu erkennen, mehr über sich selber zu erfahren und wozu man eigentlich hier ist, wozu man eigentlich lebt, ja, um wozu eigentlich Gemeinde gut ist. Ja, man wächst eigentlich so auf und dann gehst halt in die Kirche. War schon immer so, kann wohl nicht falsch sein, aber dass da was dahinter steckt, dass es einen Grund gibt, warum wir hier sind und warum Gott sich das so ausgedacht hat, das alles kann man in der Bibel tatsächlich entdecken. Ja. Amen. Jetzt sind alle noch ganz kurz gespannt. Elli, ein paar Takte noch dazu. Du hast vorher schon die Bibel gelesen, auch das Johannesevangelium. Jetzt bist du in so einer Gesprächsgruppe mit meiner Frau beisammen. Natürlich wirst du dich auch mit deinem Mann austauschen. Lohnt sich's? Kann man noch was Neues überhaupt lernen? Nein, ich weiß schon alles. es lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist jedes Mal so, dass selbst wenn man vorher müde war und vielleicht irgendwie andere Sachen im Kopf hatte, man ist danach einfach erfrischt. Und ja, dieses Leben, was da rausfließt, kann man einfach nicht beschreiben. Mehr kann ich dazu jetzt gar nicht sagen. Deine Liebe hast du, Gott, in mein Herz ausgegossen. Die Tür des Lebens hast du in Jesus für mich aufgeschlossen. Durch Glaube an ihn bist du in mich eingezogen. Du bist mein Vater und ich weiß mich in dir geborgen. Deine Liebe hast du, Gott, in mein Herz ausgegossen. Die Tür des Lebens hast du in Jesus für mich aufgeschlossen. Durch Glaube an ihn bist du in mich eingezogen. Du bist mein Vater und ich weiß nicht, ich bin angenommen in dir. Ich bin geliebt. Ich bin angekommen. Ich bin angenommen. Mein Vater, der mich liebt, in allem Jesus in mir sieht. Die Sünde ist durch ihn besiegt. Ich bin vollkommen in ihm, mit dir vereint in Ewigkeit, erfüllt mich.
ist mein Vater, der mich liebt. In allem Jesus in mir sieht. Die Sünde ist durch ihn besiegt. Ich bin vollkommen in ihm. Mit dir vereint in Ewigkeit. Erfüllt mit deiner Herrlichkeit. Nichts kann mich trennen, Herr, von dir. Denn deine merkt eine Bildbetrachtung hier mit euch vor. Das ist ein Druck von einem Bild von Werner Sahm, ein Allgäuer Maler, der so fantastische Bilder malt. Und dieses Bild möchte ich mit euch ein bisschen anschauen. Und zwar sehen wir, je nachdem, wo unser Blick zuerst hinfällt, die Berge, das einfallende Licht von der Morgensonne, der Sonnenaufgang. Wir sehen den Fluss, wir sehen das Tal. Aber vielleicht beim nächsten genaueren Blick sehen wir, dass wir das alles nicht direkt anschauen können, dass wir durch ein Fenster, durch ein riesengroßes Fenster draufschauen in diese andere Welt und dass es Menschen sind, keine Ameisen, sondern es sind Menschen, die in diesem immensen Gebäude sich befinden. Und für mich kann dieses Gebäude nur unser Lebenshaus sein. Also das ist unser Lebenshaus, das sind wir Menschen und wir bewegen uns auf dem Schachbrett des Lebens. Ich kann mir das ein bisschen größer reinnehmen. Die Menschen bewegen sich auf dem Schachbrett des Lebens und manchmal geht es ein bisschen nach vorn, manchmal geht es nach hinten, manchmal tritt man auf der Stelle. Manchmal geht es links, manchmal geht es rechts, manchmal geht es nirgendwo hin. Ich glaube, wir alle haben das schon mal ein bisschen erlebt. Und manchmal aber, gerade wenn es stockdunkle Nacht ist, dann stößt man vielleicht an eine Grenze und man ärgert sich, dass es nicht mehr weitergeht. Man muss warten, bis es morgen wird, bis man merkt, diese Grenze, diese Wand ist keine Wand, sondern ein Fenster. Und sobald die Morgensonne reinfällt, wird diese dunkle Wand ein Fenster, durch die man in eine andere Welt schauen kann. Das ist für mich ein Bild für unsere Odyssee, für unsere Lebensreise, wie wir auf Wegen und Umwegen weitergeführt werden von Gott, bis wir eben einen Blick erhaschen in diese andere Welt. So viel mal zu diesem Bild. Das könnt ihr im Laufe der nächsten paar Minuten noch weiter auf euch wirken lassen. Ich gehe mal jetzt hier rüber. Der Glaube, von dem wir reden, hat mit einer
wunderbaren Person zu tun, nämlich mit Jesus Christus. Und wir leben in einer Kultur, in einem Land, wo wir unsere Zeitrechnung vor Christus, nach Christus haben. Das heißt, mit dieser Person gab es eine epochale Zeitenwende, die, ja, selbst die Öffentlichkeit irgendwo anerkennt. Wir haben Feiertage an dem Tag, wo wir die Geburt von Jesus feiern, Weihnachten. Wir haben Feiertage, wo wir den Tod von Jesus und die Auferstehung von Jesus feiern, um die Osterzeit. Wir haben Feiertage an Pfingsten, wir haben Feiertage an Himmelfahrt. Wir haben Feiertage, die uns an die Stationen im Leben von dieser Person erinnern. Vielleicht vergessen wir es im Alltag, vielleicht denkt man an schöne Wetter, einen Ausflug, ans Familientreffen. Aber nichtsdestotrotz ist der Name dieser Feiertage und der Grund dieser Feiertage darin zu sehen, dass es diese Person gegeben hat und dass diese Person einen Unterschied gemacht hat und einen Abdruck hinterlassen hat in der Menschheitsgeschichte und in Herzen von Millionen von Menschen durch die Jahrhunderte. Manche Menschen haben den Tod oder Folter vorgezogen, der Option, das für sie keine war, dem Glauben abzuschwören. Wieder andere werden sauer, werden erzürnt, wenn sie von Jesus hören, wennst man nicht gehst. Aber beim genaueren Betrachten hat es gar nicht so sehr damit zu tun, wer Jesus war, sondern vielleicht vielmehr damit, wie er vermittelt wurde, wie er repräsentiert wurde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, was ihr mit Jesus verbindet, wer er für euch ist. Vielleicht ist er ein großer Weisheitslehrer oder ein Prophet gewesen. Vielleicht ist er ein geistlicher Führer gewesen, wo es sich schon lohnt, so manches zu beherzigen, was er gesagt hat. Vielleicht, aber ist auch gar nicht das für euch. Vielleicht habt ihr mal einen Film gesehen, wo er vorkam. Oder erinnert euch an den Religionsunterricht, wo es um ihn gegangen ist. Es ist unbestritten, dass es ihn gegeben hat. Er ist keine erfundene Gestalt. Und man könnte jetzt sagen, ja, er war eine herausragende Gestalt, aber das war irgendwo Buddha auch, das waren andere große Persönlichkeiten auch. Was macht ihn wirklich so besonders? Ich möchte mal sagen, das, was Jesus unterscheidet von Buddha und Mohammed, ist, dass er gestorben ist und auferstanden ist und dass er heute deswegen noch erfahrbar ist. Bei Buddha und Mohammed können wir uns seiner Lehre, seinen Glaubenssätzen nähern, seiner Ethik, aber bei Jesus können wir in Beziehung treten, nicht einfach nur mit einer Religion oder einer Tradition, sondern mit einer lebendigen Person. Wir können in eine Beziehung treten zu dieser Person, wenn sie nicht gestorben ist, sondern wenn sie heute noch lebt, dann können wir sie erfahren und merken, dass da was dran ist. Dass man nicht bloß gegen die Zimmerdecke betet, sondern dass tatsächlich es Antworten gibt. Wenn wir an Worte von Jesus denken, dann denken wir an Worte, die er den Menschen gesagt hat, folge mir nach. Oder dass er gesagt hat, wenn jemand durstig ist, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, so wie es die Schrift gesagt hat, von seinem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und vielleicht auch ein ganz bekanntes Wort von Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So, auf diese Weise werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, für eure Überforderungen im Alltag. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Leben steckt voller Überforderungen. Nicht nur unser persönliches Leben. Wenn man jung ist, denkt man ja, es läuft alles wie am Schnürl vielleicht. Aber wenn man ein bisschen älter wird, dann kommen Krisenerfahrungen dazu in Beziehungen, im Beruf. Mit Gesundheit. Man merkt auf einmal,
ich bin nicht einfach unverwundbar. Und so manches, vielleicht gebe ich es nicht zu, aber so manches kann mich schon überfordern. Und wenn wir ein bisschen über den Tellerrand rausschauen und in die Weltpolitik schauen, dann sehen wir, wie sich die Dinge verändern. Und ja, das Leben hat sich immer verändert. Aber im Moment sehen wir einen Umbruch in der Weltpolitik, wo eigentlich alles nur noch unberechenbar ist. Keiner weiß, die Kriegsgefahr, die man lange dachte, ist vorbei bei uns in Europa. Auf einmal könnte es wieder einen Krieg geben mit Russland zum Beispiel. Wir merken einfach, dass unser Leben nicht so sicher ist, unsere Zukunft nicht so sicher ist. Und die Frage, nach der wir uns in einer Welt, die wir uns stellen und wonach wir uns sehnen, nach der Antwort, ist, worauf kann ich mein Leben bauen in einer Welt, die auseinanderbricht? Worauf kann ich mich verlassen, was beständig ist, was stabil ist und was nachhaltig ist? Nachhaltigkeit ist ja in allen Bereichen der Öffentlichkeit ein Thema. Wir wollen an die Generation unserer Kinder und Enkelkinder nicht eine totale Müllhalde hinterlassen. Wir wollen nachhaltig wirtschaften, nachhaltig produzieren. Wir wünschen uns, dass die Beziehungen nachhaltig sind, dass sie, ja, dass auch die Kinder was davon haben. Und die Frage ist eben, ist der Glaube an Jesus etwas Nachhaltiges, etwas Stabiles, etwas Bleibendes? Menschen haben sich immer die Frage schon gestellt, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn von meinem Leben, worum geht es bei dem großen Spiel, was sind eigentlich die Spielregeln? Ich meine, so ein bisschen die Grundspielregeln, die wir schnell raus haben, ist Schmerz vermeiden, Lust maximieren, also bei allem abhauen, was weh tut und bei allem Ja schreien, wo es was gibt, Freibier, Geld, Lohnerhöhung, oder sonst was, was man so mitnehmen kann. Aber allein diese Lebensmaxime, Lust vermehren, Schmerz vermeiden, kann es irgendwo nicht sein. Es gibt nämlich Bereiche, wo uns genau das in die Probleme reinbringt. Der Egoismus, das Schauen. Wir sollten teilen, wir sollten nicht erkennen, dass wir nicht bloß allein auf dieser Welt sind, aber wir werden ausgenutzt, dann werden wir verletzt. Wohin gehen wir mit den Verletzungen, die wir erleben, wenn wir Menschen Gutes tun und Undank kommt zurück und so weiter und so fort. Für all diese Themen will uns Jesus Christus Inspiration geben, Weisung geben, Zuversicht geben. Und die Frage natürlich ist die, wer Gott für uns ist. Für manche Leute ist er der Großvater mit dem langen Rauschebart irgendwo im Himmel. Und für manche ist er irgendwie eine flirrende Energiequelle, unpersönlich, aber irgendwie so eine höhere Energiequelle. Und vielleicht ist es gar nicht so wichtig, ob du ihn als Mann mit Bart vorstellst oder als Energiequelle und Lichtquelle. Letztlich machen wir oft die Erfahrung, dass er weit weg zu sein scheint, dass er einfach sich nicht zu interessieren scheint für meinen Alltag, für mein Leben oder für so viele Probleme, die unter uns da sind. Aber Jesus hat einen Unterschied gemacht. Er ist gekommen und hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat Gott gesehen, hat den Vater gesehen. Und er hat Gott vorgestellt. Wenn wir verstehen wollen, wie Gott ist, wer er ist, wie er so drauf ist, auf was er Wert legt und was er nicht so gut findet, dann dürfen wir uns Jesus anschauen. Und ich glaube, es fällt uns gar nicht schwer, dass wir nicht angezogen sind von Jesus. Jesus war anders, und zwar positiv anders. Jesus war viel mutiger als alle anderen in seiner Zeit. Er hat einem ganzen System die Stirn geboten. Er war seinen Werten, Überzeugungen treu. Er war nicht irgendwie angepasst, er hat sich nicht, sein Verhandeln nicht nach dem Wind gerichtet. Er war seiner Zeit voraus, so wie er mit den Menschen umgegangen ist, die am Rande gestanden sind. Frauen waren damals nichts wert, Kinder waren damals nichts wert. Menschen, die ja, Bettler waren, die asozial waren, die waren nichts wert. Heute sind es ein bisschen mehr wert, aber auch nicht viel. Aber Jesus ist diesen Menschen mit Würde und Achtung und Liebe und Wertschätzung begegnet. Jesus hat niemanden aufgegeben.
Er hat Menschen Gutes getan, er hat sie geheilt, er hat sie inspiriert und es tut es 2000 Jahre, seit er hier wirklich unter uns gewandelt ist, immer noch. Und da merken wir, und frag dich mal diese Frage, wenn es einen Gott geben würde, wenn du selber mit der Definition, wie Gott sein könnte, aufwarten solltest, setz dich auf ein weißes Blatt Papier und frag dich, wie müsste Gott sein, damit ich ihn respektieren könnte, damit ich mich auf ihn einlassen könnte, damit ich glauben könnte, dass er gut ist, glauben könnte, dass er einen Wert auch für mich hat. Würdest du nicht ganz ehrlich, nimm ein Blatt Papier und schreib Eigenschaften auf, die dieser Gott haben müsste, der dich erschaffen hat, der einen positiven Anspruch auf dein Leben erhebt. Wenn du einfach die Eigenschaften aufschreibst, ganz ehrlich, würden sie sich so sehr von dem unterscheiden, was uns Jesus vorgelebt hat, was sich in seinem Leben wiedergespiegelt hat. Ein weiterer Unterschied, den Jesus hatte, verglichen mit anderen Religionsstiftern oder Philosophen, er hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Kein Religionsstifter, kein Philosoph, kein großer Weisheitslehrer hat so eine steile Aussage gemacht. Er sagt, ich bin der Weg für alle, die sich fragen, welchen Weg sie einschlagen sollen. Welche Karriere sie einschlagen sollen, welchen Weg sie einschlagen sollen, in Beziehungen, wo immer. Er sagt, ich bin der Weg. Wenn du mich als deinen Weg nimmst, wird das Leben gut werden. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Und das ist beim nächsten Problem. Du sagst vielleicht, ich glaube nicht an Wahrheit. Ich bin ganz aufgeklärt postmodern. Ich glaube, Wahrheit ist relativ und gesellschaftlich festgelegt und konditioniert. Jeder hat so ein bisschen seine eigene Wahrheit. Ich bin völlig tolerant. Du darfst das glauben. Du darfst den alternativen Lebensstil haben. Ich habe einen anderen. Jeder hat so seine eigene Wahrheit. Und wenn Jesus beansprucht, ich bin die Wahrheit, dann passt er überhaupt nicht in dieses Verständnis. Jeder hat ja seine eigene Wahrheit. Aber ehrlich gesagt, mich hat das schon immer gestört, viele Jahre schon gestört, seit ich mich mit diesen Gedanken beschäftigt habe, dass jeder seine eigene Wahrheit hat. Denn die Schwerkraft gilt für jeden von uns. Ob es dir taugt oder nicht, also wenn du vom Hochhaus runterspringst, dann knallst du unten auf, ob du dran glaubst oder nicht, ob du es gut findest oder nicht, ob du das Gesetz der Schwerkraft, wie es Isaac Newton uns formuliert hat, ob es dir einleuchtet oder nicht, du fällst runter, diese Schwerkraft wird dich nach unten ziehen in 10 von 10 Fällen. Also so individuell, relativ konditioniert ist Wahrheit scheinbar nicht. Die Sonne geht am Morgen auf und am Abend unter, egal ob du dran glaubst oder nicht. Also ich muss sagen, es gibt so viele Dinge in unserem Alltag, die uns zeigen, dass es Wahrheiten gibt, die überindividuell sind, die unverhandelbar sind, über die wir nicht irgendwie unsere Meinung bilden können. Diese Wahrheiten fragen uns gar nicht nach unserer Meinung. Und zum Beispiel der philosophische Satz, absolute Wahrheit gibt es nicht, der ist ja in sich selbst absurd, dieser Satz. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Weil nämlich dieser Satz, wenn ein Mensch dir sagt, ein Philosoph dir sagt, absolute Wahrheit gibt es nicht, dann würde ich mal sagen, er glaubt dran, oder? Sonst würde er den Satz nicht sagen. Wenn er aber dann dran glaubt, dann glaubt er, dass dieser Satz wahr ist. Wenn aber es absolute Wahrheit nicht gibt, dann kann auch dieser Satz nicht wahr sein. Verstehst mich? Dann ist es wurscht, ob du diesen Glaubenssatz annimmst oder nicht, weil absolute Wahrheit gibt es nicht. Aber selbst ein Satz, der die absolute Wahrheit verneint, beansprucht für sich selbst Geltung, das heißt absolute Wahrheit. Das heißt, der Satz, absolute Wahrheit gibt es nicht, ist in sich selbst gedanklich absurd und bröselt in sich zusammen. Aber der Satz, absolute Wahrheit gibt es,
hält, was er verspricht. Nämlich, er beansprucht für seine Aussage, absolute Wahrheit gibt es, dass es die absolute Wahrheit gibt und dass er gültig ist. Und dieser Satz ist in sich nicht absurd. Also rein mal 2 und 2 zusammengezählt, da sind wir auch beim Gleichen. 2 und 2 ist 4, ob du in Asien bist oder in Amerika oder hier. 2 und 2 ist nun mal 4. Ob du darüber verhandeln, diskutieren oder streiten willst, Mathematik ist nun mal Realitäten. Und die Astronomie und die Planetenbahnen und die ganze Art unserer Ordnung, wie unsere Natur angeordnet ist, all das weist darauf hin, dass es eben Ordnung gibt, nicht einfach nur Chaos, dass es einfach Wahrheit gibt, dass es Regeln gibt sozusagen. Wer hat diese Regeln aufgestellt? Wer hat diese Ordnung gemacht? Also könnte der Satz, den Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, vielleicht doch stimmen. Und er sagt, ich bin das Leben. Wenn du in deinem Leben nicht zufrieden bist, lass dich doch auf mich als Leben ein. Auf meinen Weg, auf mich als Wahrheit, auf mich als Leben. Ich meine, ein ganz berühmter Statthalter oder Gouverneur, wie man ihn nennen will, Pontius Pilatus, hat Jesus diese Frage gestellt: Was ist Wahrheit? Jesus hat davor gesagt: Ich bin in diese Welt gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis abzulegen. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Dann sagt Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und ich weiß nicht, ob du den Film Die Passion Christi gesehen hast, wo der Pilatus Latein spricht und er sagt da quid est veritas, ja, was ist Wahrheit? Ich finde es nur mal interessant, dass wenn man die Buchstaben, die Buchstaben in dem lateinischen Satz quid est veritas, was ist Wahrheit, ein bisschen anders sortiert, kommt, ohne dass man Buchstaben weglässt oder hinzufügt, der Satz raus: Wir, qui ad est. Es ist der Mann, der hier steht, der hier ist. Also die Antwort auf die Frage quid est veritas, was ist Wahrheit, enthält in sich selbst, mit jedem Buchstaben, nur ein bisschen anders angeordnet, es ist der Mann, qui ad est, der hier ist, der da ist. Und später sagt dann der Pontius Pilatus, ecce homo, siehe der Mensch. Er beantwortet sich seine eigene Frage, was ist Wahrheit? Es ist keine Philosophie, es ist keine Doktrin, es ist eine Person, es ist ein Mensch. Und mit diesem Menschen kann man eine Beziehung eingehen. Und es lohnt sich definitiv, dass wir weiter darüber nachdenken. Ich will gar nicht mehr jetzt so viel sprechen und wir könnten uns dieses faszinierende Thema uns noch weiter einlassen. Es war einfach mal eine kleine Gedankenanregung, die ich euch auf den Weg mitgeben wollte, aber es lohnt sich, in 5 Wochen wiederzukommen, am 31. März oder am 28. April, also die letzten Freitage im Monat, wiederzukommen und einfach weiter darüber nachzudenken. Das Schöne, was Jesus gesagt hat oder was auch in der Bibel drin steht über Gott, ist: Kommt und schmeckt, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der ihm vertraut. Steht in den Psalmen im Alten Testament. Wohl dem zu beglückwünschen ist der, dessen Gott der Herr ist. Aber kommt und schmecket, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der ihm vertraut. Das heißt, wir können ihn ausprobieren. Wir können ihn probeweise testen. Und es ist eine wunderbare Gelegenheit, heimzugehen und zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir in meinem Leben. Jesus, wenn du wirklich auferstanden bist, dann zeig dich mir in meinem Leben. Zeig dich in meinem Alltag. Gib dich zu erkennen. Unzählige Menschen haben so mit Gott ehrlich geredet und haben gemerkt, dass danach Verkettungen von Zufällen in solcher Häufigkeit passierten, dass er Dümmste gewusst hat, das waren keine Zufälle mehr. Also
Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme, sagt Jesus. In wem ein Funke von Wahrheit, von Sehnsucht in diese andere Welt, nur ein Fünklein im Herzen drin ist, der wird sich auf den Weg machen, der wird sich auf das Abenteuer einlassen. Ich rede nicht davon, in einen Gottesdienst zu gehen. Ich rede nicht von all diesen Dingen. Ich rede davon, ein einfaches Gebet zu sagen: Wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Manchmal kann ein Gottesdienstbesuch einen überfordern. Manchmal kann es zu viel sein, zu viel Insider-Sachen, zu viel irgendwas. Aber Jesus hat den Menschen Antworten gegeben in einem ganz persönlichen Rahmen, in einer Begegnung von Mensch zu Mensch. Und deswegen haben wir auch so fantastische Erlebnisse gemacht mit unseren kleinen Gesprächsgruppen. Die bestehen zum Teil aus 2 Leuten, 3 Leuten, 4 Leuten, ganz, auf alle Fälle sind es kleine Gruppen, die sich regelmäßig treffen, eine gute Zeit haben und über Jesus ein bisschen nachdenken. Da darf man jede Frage stellen, da darf man jede Überzeugung äußern. Da gibt es keine dummen Fragen, da gibt es keine Fehler, die man nicht machen darf, da gibt es nicht richtig und falsch. Da, wie heißt es schön, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein, oder? Wo ist das schon wieder? Beim Liner, oder? Bei DM ist es so. Genau, bei Liner ist anders, aber bei DM, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Also, ich weiß nicht, ob du bei DM Mensch bist, aber bei Jesus darfst du Mensch sein. Da kommst du selber vor. Und wenn du sagst, ja, ich weiß nicht, ob ich so lange warten möchte, bis 31. März, bis ich wiederkomme, aber ich würde mir ganz gern mal so eine Runde bei euch anschauen. Wenn ihr einen guten Kaffee habt, dann bin ich das nächste Mal bei euch dabei. Ja? Red einfach mit der Person, die dich eingeladen hat und ja, sag einmal, wenn du mal so eine Runde hast, sag mal Bescheid oder wann ihr euch trefft. Und vielleicht sagt die Person, ich habe noch gar keine. Aber komm trotzdem, dann machen wir 2 einen Anfang. Ich weiß nicht, zum Beispiel ist es bei der Christine so. Ich weiß, Christine hat noch gar keine. Aber vielleicht sagt sie, komm zu mir auf einen Kaffee und dann schauen wir mal in dieses faszinierende Bierchen rein, ja, und haben eine gute Zeit und reden ein bisschen über die Dinge. Das ist nur eine Anregung. Also wenn du sagst, ich möchte so eine Gesprächsgruppe mal kennenlernen, weil probieren geht über studieren, dann frag die Person, die dich eingeladen hat, frag die Person, die sie eingeladen hat. Und ja, so kann der Glaube entdeckt werden. Bei mir ist es über 30 Jahre her, wo mir jemand gesagt hat, dass ich eine persönliche Freundschaft mit Jesus Christus haben kann, dass ich ihn einladen kann in mein Herz, in mein Leben, weil er auferstanden ist und lebt. Und dass ich nur ein einfaches Gebet sprechen brauche. Jesus, ja, wenn es dich gibt, komm in mein Leben. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Ich glaube, dass du mich jetzt hörst. Und wenn du mich jetzt hörst, dann komm in mein Herz, komm in mein Leben. Führ mein Leben so, wie es dir gefällt. Ich möchte mich auf dich einlassen. So ein einfaches, schlichtes Gebet, so ein einfache Worte, wo wir gerade raus mit ihm reden, kann der Anfang einer ganz spannenden und faszinierenden Reise werden. Bei mir war es so, ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach aus. Weil wenn es ihn gibt, wenn das stimmt, dann bin ich gespannt, was passiert. Und wenn das alles ein Blödsinn ist, wenn das alles einfach nur so dahergeredet ist, dann wird eh nichts passieren. Also habe ich es ausprobiert. Und in dem Augenblick bin ich von einer Liebe und von einem Licht erfüllt und durchdrungen und geflutet worden, dass ich gespürt habe, ich habe was getan, gerade eben mein Herz aufgemacht, und das war zutiefst richtig. Ich habe letztgültige Wahrheit berührt. Ich konnte es nicht beschreiben, ich war damals 15 Jahre alt, aber ich habe schon gemerkt, was du gerade eben gemacht hast, was jetzt gerade dein Herz erfüllt, das hat mit Wahrheit zu tun. Und ich habe es seither nicht bereut, dass ich es gemacht habe. Mein Leben ist so viel interessanter geworden, so viel faszinierender geworden. Einfach sich auf Gott einzulassen, das Wagen ist, sein Herz aufzumachen für Gott.
Und ich möchte noch ein ganz, ganz einfaches Gebet weitergeben, was immer wirkt und immer hilft. Und dieses Gebet besteht eigentlich nur aus drei Worten: O Herr Jesus. Wenn man diese Worte spricht, und das kann man im Selbstversuch ausprobieren, unter der Wohnzimmerdecke, auf der Couch, auf dem Klo, wo immer, im Void, ganz egal. Man kann irgendwo ausprobieren, O Herr Jesus, und das von Herzen zu sagen. Und wenn man das öfter sagt, von Herzen sagt, plötzlich merkt man, da im Herzen tut sich was. Und da im Herzen fängt Gott an zu antworten und zu reagieren. Es ist wie wenn in einem drin auf einmal was ausschlägt. Denn in der Bibel steht geschrieben, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Du sagst, ich habe mich gar nicht verirrt, ich brauche gar nicht gerettet werden. Aber wir verirren uns manchmal und vergaloppieren und verstolpern uns manchmal in Kleinigkeiten. Wir sind überfordert, wir sind mit den Nerven am Ende, wir haben vor irgendwas Angst, irgendwas ist uns zu schwer, mit irgendwas kommt man nicht mehr klar. Ich empfehle Ihnen, ich empfehle dir, dieses einfache Gebet in diese Situation über die Lippen zu bringen. O Herr Jesus, O Herr Jesus. Man braucht nicht lang grübeln, man braucht nicht lang überlegen, was sage ich, ich kann nicht beten. Seinen Namen anrufen, seinen Namen aussprechen, das kann jeder von uns. Und wenn irgendwer jetzt gerade sagt, probieren wir über studieren, ich möchte mich auf den Selbstversuch ganz kurz einlassen, dann können wir alle gemeinsam für eine Minute uns auf unser Herz besinnen und im Selbstversuch einfach diese Worte ihm sagen. Und schauen, was passiert. Man kann es flüstern, man kann es lauter sagen. Das Entscheidende ist, dass es vom Herzen kommt. Nicht so sehr vom Verstand, sondern vom Herzen. Und schauen, was passiert. O Herr Jesus. 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 Und ich weiß nicht, ob Sie was gespürt haben oder nicht. Ob es warm geworden ist, ob was innerlich angefangen hat zu fließen. Und vielleicht ist der Gedanke durch den Kopf gegangen, das war jetzt Gruppendynamik. Um dem vorzubeugen, empfehle ich es ganz irgendwann allein zu machen, wo kein anderer gruppendynamisch dazwischen funken kann und zu schauen, was passiert. Und damit möchte ich einfach diese Betrachtung dieses Bildes und auch ein paar Gedanken zu Jesus. Denn in unserer Gemeinschaft geht es zentral um Jesus. Also natürlich haben wir uns gern und wir haben eine gute Zeit, wir verstehen uns gut. Aber im Grunde genommen, wenn man uns ein bisschen näher anschaut, wir sind total unterschiedlich. Man sagt ja heterogen. Wir sind völlig verschieden. Und würde man Jesus als gemeinsamen Nenner aus unserer Mitte rausnehmen, ich weiß nicht, ob wir noch miteinander klarkommen. Wir haben gar nicht dieselben Interessen und dieselben Persönlichkeiten und dieselben Neigungen und dieselbe Ansicht übers Leben. Das, was uns hier verbindet, ist Jesus, der mit seiner Liebe in unser Herz eingekommen ist. Und das bringt zusammen und fertig, dass wir auf einmal uns für Leute interessieren, die uns normalerweise im Alltag, die würden wir keines Blickes würdigen, die würden uns nicht interessieren, die würden uns nicht beschäftigen damit. Aber durch die Liebe haben wir auf einmal einen Draht zueinander, den wir uns selber gar nicht so klar erklären können. Okay. Vielen Dank, wir hören jetzt zum Schluss noch ein kurzes Lied. Nein, ist nicht. Wir hören jetzt noch ein kurzes Lied zum Abschluss
Und wenn jemand hier ist, der sagt, ich würde gerne ausprobieren, ob das hilft, was Regina erlebt hat, ob das stimmt, was die Elisabeth erlebt hat. Ich würde gerne mehr oder weniger im allgemeinen Sinn, man braucht nichts Persönliches von sich preisgeben, man sagt einfach, irgendwo tut es mir weh, kannst du da beten. Und wir haben ein paar, die sich Zeit nehmen für Wehwehchen, für Schmerzen, für Sachen zu beten. Und damit spreche ich heute Abend unsere Gäste an, denn für die, die sonst immer kommen, haben wir eh immer Zeit zum Beten. Deswegen, wir wollen den Gästen die Gelegenheit geben, wenn es oder etwas drückt am Herzen. Man möchte, wir werden rausgehen, an die Bar gehen und werden noch ein bisschen eine gute Zeit haben. Ich lade ein, noch zu bleiben, was zu trinken, auch mit den Leuten ein bisschen zu plaudern. Aber hier in diesen Räumlichkeiten wird es in den nächsten, sagen wir mal, Viertelstunden, 20 Minuten noch die Gelegenheit zu geben, für sich beten zu lassen oder sich zu unterhalten. Okay, gut. Also herzliche Einladung, am 31. März wiederzukommen, am 28. April wiederzukommen und für sich beten zu lassen, wenn man das möchte, oder ein bisschen zu reden. Und herzliche Einladung, jemanden zu fragen. Mach doch die Tür zu, bitte. Herzliche Einladung, jemanden zu fragen, ich möchte mal bei so einer Runde dabei sein, wenn ihr über Jesus redet und wenn ihr ein bisschen in die Bibel reinschaut. Okay, herzliche Einladung dazu. Jetzt hören wir noch ein schönes Lied von der Christine. Und ich bedanke mich fürs Kommen, für euer Interesse. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Und wie gesagt, ihr könnt rechtzeitig oder bald wieder gehen. Ihr könnt aber auch noch länger bleiben. Wir haben genug zum Essen und zum Trinken. Fühlt euch wohl und ja, lasst den Abend ein bisschen nachwirken. Dankeschön. Du bist mein Vater, der mich liebt. Hast mir alles Gute gegeben. Du bist mein Vater, der mich liebt. Und all meiner Not begegnet. Du bist mein Vater, der mich liebt, der mich beschützt mein Leben lang. Du bist mein Vater, der ich bin dein Kind und vertraue dir. Du bist mein Vater, der mich liebt. Hast mir alles Gute gegeben. Du bist mein Vater, der mich liebt, all meiner Not begegnet. Du bist mein Vater, der mich liebt, der mich beschützt.